Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Baltic Sea im LS19 zusammen mit dem Philipp und dem Sebi. Einen wunderschönen. Hallo. Aber man schreibt Sie. Sia. Sia. S-E-A. Ja, aber das ist also nicht 4. Schau mal, wie man es ausspricht. Doch, das heißt 4. Also auf Französisch. Das heißt doch Baltic Sea. Oder auf Borsch heißt es Baltic Sea. Oh. Nee. Willkommen hier zurück auf der Baltic Sea. Nee, aber das heißt schon Baltic Sea, Flo. Okay, gut. Daran wir es mit der GSR. Also, steht das da oder wie? Nochmal. Nö. Nur jede Menge Blau. Gut. Haben wir gerade auch geklärt? Ach nee, jetzt bleibt das so ein Spielchen stehen. Oh Mann. Geil, das nehme ich mit dann. Okay. Muss man nicht nochmal extra sparen. Ich meine, immer ein bisschen. Ja. Obwohl, das gibt doch ein bisschen breiter. Dann ja, muss ich doch noch. Ich warte nochmal drüber. Ich glaube, die beste Lösung. Oh! Kommst du da rum? Nee, ne? Da merkt man schon, der Ball hat die Lenkerachse dann drin. Die nicht vorhanden ist. Ja. Aber ich glaube, das ist sogar besser auch so. Weil das ist ja eigentlich die vom Alpine DLC, der gerade war. Und wenn man dann im Berg eine Lenkerachse hat, das ist halt so super. Ja. Oh, ja, der Ladewagen graubt mir halt jetzt so richtig Wendelradius. Ja, das auf jeden Fall. Okay, ja, der klebt die ganze Zeit am Arsch, ne? So. Ich gebe auch Vollgas. Zusammenkommen, Vollgas und ab zu, zum letzten kleinen Grasstreifen. Ohne Scheiß. Hier drinnen schaut es original aus wie bei unserem. Besser fällt beim Schaltknüppel, das ist noch die alte Version. Von Amazon-Stippen. Ist komplett original. Vor allem auch gut detailliert. Ja. Ist schon wieder voll. Ach gut, er ist voll. Ein bisschen Vorsprung immerhin. Ja. So passt. So ist super. Ja, da drüben ist Sebi am Dreschen. Jo. Immer am Arbeiten. Ich glaube, das ganze Feld geht sogar rein in den Wagen. Weil wir haben relativ einen großen. Ja. Hinterm Flo gleich wieder gewendet. Schön über meine schöne Schwappe wird vorn. Hier, die Schwappen. Schau mal lieber nicht nach. Und ich würde empfehlen, nicht zu drehen. Ja, ja, der Pöttinger Fahrer ist schön. Man sieht, was ich angestellt habe. Lenkerachse wäre noch cooler, aber sonst geil. Sparen wir meine Schwad auch noch zusammen oder lassen wir die so? Ich würde einmal drüber fahren, glaube ich. Ja. Aber erst wenn ich fertig bin. Ja, ich fahre erst dann gleich drüber. Ja, aber dann kannst du ein bisschen warten. Ich habe ein bisschen. Ja. Ach ja, wir haben vorhin, uns ist vorhin aufgefallen, wir haben eine Aufladelampe am Hof. Kann ich euch dann, wenn den Sie wie eingeholt haben mit dem Schwaden, kann ich dir mal kurz zeigen. Apropos, dir steht dann da mein schöner Glas mit dem Brandner Anhänger im Weg. Naja, den kann ich dann schon wegfahren. Das ist kein Problem für mich. Kein Problem sein für Meister Flo. Den schiebe ich weg in meinen 160. Oh, ich fahre nicht selber in den Graben. Hm. Da weiß ich, wie ich ihn wieder rauskriege. Hoffentlich. Da komme ich hier links. Ja, geht. Ey, der Search-Logo ist nicht original. Hm? Der Search-Logo ist nicht original. Ja, wo ist jetzt immer nicht verstanden? Das Hirsch-Logo. Ach so. Das ist nicht original. Das ist nicht original. Stoni, ja, genau du.
Warte mal, ich muss mal kurz aussteigen und vorne nachschauen, ne? Es geht doch nicht. Warum standen hier schon Rechnung gemacht, oder was? Ich hab vorne gar kein Logo. Das ist einfach bloß ein schwarzes Emblem. Oh. Das Abzocke! Das ist nicht mal ein richtiger Job. Innen drinnen hat das Logo. Ist okay. Egal, ich frage keinen. Aber das. Aber der springt ab und landet nicht, so wie damals war. Ja, da ja, da gibt es einen Unterschied. Kann der sein, eine, ja. Der moderne Hirsch, der springt, und der ältere Hirsch, der landet. Stimmt. Haben wir irgendwo gesehen. Bei mir daheim. Hast du schon mal gesehen? Komm mal rein, komm. Also, was, aber man kann nicht übers Wasser fahren, also ich bin ja schon reingekommen ins Wasser, ne? Ja, aber es gab eine Stelle, da kann man, konnte man übers Wasser fahren. Okay. Hoppa, bin ich aus. Eieiei. Das ist ein Peter großer Schmutz. Nee. Geht auch nicht. Aber wir sind immer am Sicht, ja, genau. Machen ein bisschen Flohabwehr. Dass der Floh mich selbst noch schnell einholt. Ja, das muss ja. Schieb rauf den Hänger! So, geht doch. Schieb rauf den Drescher! Was ich hier mache? Ganz, ganz wildes. Warte, noch ganz kurz. Warte, bleib stehen! Ich halt nicht an. Ich habe eine gute Bremse. Ja. Ja, ich muss jetzt eh gleich abladen, also kann ich mein Glas gleich holen. Ja, die Bahn werde ich wahrscheinlich nochmal fertig schaffen. Wo es kann sein, dass ich es fertig schaffe, aber ich fange es. Wo ist am besten gleich abladen? Ja, das passt, wenn ich mal schon in der Mitte fahre. Hey, nimm mal uns. Ich glaube, der steht komplett auf der Schwarz. Ja, so wie ich es in meiner Windschutzscheibe sehe, ja. Ich kann dich aber dann gleich abtanken fahren. Ja. Wenn ich hier schon da bin. Tür auf. Handbremse die. Der hat uns nicht weggerollt. Mal gleich. Das wäre kacke, du. Ja, 9000 Liter sind drin. Ja, okay, man muss dazu sagen, ich glaube, das ist viel Fahrzeug gut. Erstens, das braucht auch noch Kalk und Flügen, glaube ich auch. Ach, einen Flug wollten wir noch kaufen, da war ja was. Ach du Scheiße. Das geht das ist richtig knapp. Ja. ja. Ich habe die Holzplanken von dem Quanten, von dem Anhänger wieder runter. Hm? Ich habe die Holzplanken müssen von dem Anhänger wieder runter. Ne, die hier vorne geht das schon. Ja. Und außerdem, wir werden die ganze Zeit den Rostel mischen. Flo? Mal. Hm. 160 PS hast du. Ja. Ich kauf den vom Ferneland DLC, ne? Der braucht 165 PS. Das schafft er. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Scharen, das schaffst du. 2,5 Meter? Ich glaube an dich. Was? 36 Euro, du Scheiße. Es geht! Hätte teurer sein können. Ja. Der Flügel war auch schon mal billiger, aber gut. Nee. Nee, ne? So. Kurze Zwischenfrage, braucht irgendwas fliegen? Kommt keine Antwort, also ich hoffe es nicht. Nein. So, für Gewisserung gucke ich nochmal selber nach. Ah, die 1. Oh, ich habe noch nicht geschaut. Ah, die muss euch noch reifen. Das sage ich. Noch Zeit. Und wenn, dann hocke ich mich halt in der... Da hat er noch nicht gedroschen. Eieieiei. Wenn dann hocke ich mich in der B-Truck, dann macht es ich, Flo. Nee, alles gut. Ich habe GPS, ab geht's. Aber du musst den Versatz richtig einstellen, ne? Ja. Versatz wechseln lassen automatisch. Ja. Da dürfte ich schon hinkriegen.
Ich glaube, das würde der sogar auch schaffen. Ja. Warte mal, ein 5-Star-Flug würde... Ach nee, warte mal, ich glaube ein 5-Star da zu backen. Aber ein 6-Star? Oh, wird kritisch. Ja, das also, zusammen schon, bringt schon was an. So. Ich bin wieder on the road. Wenn dann on the field. Yes. On the field. On the Acker. Fluss Englisch. Ja, ja. 0%. Die Acker vom Acker. 50% Englisch, 50% Deutsch. Nee. Boah, meint ihr, ich schaff das noch alles rein? Krieg das noch alles rein? Ich habe jetzt 80%, ne? Ja. Ha, ich hab noch alles reinbekommen. Dann geht er ab nach oben. Oh nee. Oh, ich höre nur noch dieses Brüllen, ne, von dem. Ich sag's nicht, irgendwann habe ich ein Tinnitus. Boah, die Güllegrube schaut doch geil aus. So. Ich bin verloren. Warum, Mann? Flo ist wieder direkt hinter mir. Ja. Ja, haben wir ja eingeholt. Nein! Fahr mir nicht rein! Ich warte mal hier ein bisschen, ne? Da so. Sind wir wieder nach einer kleinen Komplikation. Kurz eine Komplikation, aber es war alles super. So, ich warte mal ganz kurz, bis der ein bisschen fett getroschen hat, der gute Sebi. Währenddessen sage ich mal unsere Super... Wir haben auch einen Pferdestall. Ne, das ist die Kuhweide. Hab's gesagt. Also warte mal. Wo haben wir denn unsere Zug? Also erstens, wir haben Fahrsilos, zweitens, wir können hier hinfahren und Misch aufladen oder was auch immer. Auch in den Hänger rein, der ein bisschen größer ist. Und warte mal, wo waren denn unsere Dinge jetzt? Da hinten irgendwo. Normalerweise. So, jetzt mach ich mal kurz was, was ich eigentlich normalerweise Gott. Nicht machen sollte. Kann man unten reinfahren oder schon von oben aufladen? Schraublage ausschalten, meine ich. Ich habe kurz die Schraublage ausschalten, um eine um zweimal kurz quer zu fahren bei dem kleinen Streifen. Ja, hier sind wir wieder. Ach Mist, ich habe doch die Schraublage nicht ausgeschalten. Ist mir egal. Du fährst eben im Schwader drüber. Ja. Ja, ich weiß, dass ich diesen Sand nicht besitze. Brauchst mich auch nicht anmeckern. Johnny wurde jetzt schon auf Herden getestet. Okay. Dann lass uns da haben wir das auch probiert. Er hält's aus. Ja, genau. Ich erzähl mehr von daheim. Ich erzähl mehr von daheim. Boah. Das ist mir jetzt erst abgefallen, denn man kann hier von hier aus im Bogen legen. Richtig? Flo, ich fühle mich wieder heim. Wieso? Fehlt bloß nur noch die Brücke. Ich war nicht so weit auf, okay. Fehlt nur noch die Brücke für die RC-Modelle. Ja. Mhm. So, wann bremst du den? Das geht noch. Motor aus. Doch. Egal. Oder oh, da raucht er schon schwarz, ne, hast du. So. Also gut, zwei. Oh, dann ist kaputt, wunderbar. Das heißt, wir ziehen ein paar Vorgewände. Die nächste finde ich hier auch live da haut. Also, als, gib alles, ne? Als Vorgewände kann man das jetzt nicht so gut, gerade so gut bezeichnen, aber halt mal. Angst mich! Hm? Angst mich, ich komme jetzt wieder runter. Nee, nicht dich. Das Vorgewände. Steht da noch Heu, ne? Hm? Liegt denn noch Heu rum? Wo? Ja. Das hab kleiner ich... Fleck. Mann, wegen der scheiß Synchron, ne? Ja,
Ich fahre gerade meine letzte Bahn. Wunderbar. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wir haben alle drei Frontlader, ne? Ja. Ja. Aber wir haben alle drei keine Anbaugeräte. Wo war da was? Du, ja. 40.000 ist viel mehr. Hallo? Ja. Bei mir sind es mehrere so dicke Pünktchen. Pünktchen? Das sind einfach so Pünktchen. Ja, also wo unten Vorgewände? Ja. Ja, bei mir auch. Weil. Ja. So vegan Ding. Weil ich doof war, um richtig zu dreschen. Deswegen hab ich auch gesagt. Fahr mal kurz mit dem Abfahrer her, Philippchen. Jetzt hat der das Feld. Es ist doch nur ein Meter. Oder zwei. Oder drei. Ich halt gut. Ja, wir kommen nein. Ich sag mal so, ne? Stopp! Ich muss auch kalt werden. Bei Flo steht bei mir in der Wiese. Ja, ne? Alles gut. Ja, das passt genau noch hin. Kratzo. Auf ganz knapp. Kratzo. Aber mein Johnny ist hier schon rein. Warte mal kurz, ich glaube wir schaffen den Rest jetzt noch. Ja, ich komme selber davon. Jetzt gehen wir gleich gemeinsam noch den Rest rum. Bleib stehen! Gut. Was sieht's zwischen? Wenn du leer bist, ne? Fahrst dein Arion weg und gibst den Dreschel zurück. Ich fahr den, gib den Dreschel direkt beim Händler zurück. Aber ich fahr ja schon mein Fahrzeug weg. Steig mal aus vom Drescher. So. Wird er jetzt auf einmal verschwinden, oder? Ich muss, warte mal. Ja, der wird abgeholt. Das war wirklich stark. So eine Spedition! Ich fahr mal zum Silo. Ja, das ist super. Wir sehen uns in 2 Stunden wieder, wenn ich das Silo gefunden habe. Es ist eigentlich leicht. Es ist leicht zu finden, eigentlich relativ leicht. Ihr wart ja schon öfter wie ich am Hof. Ich war jetzt die ganze Zeit auf dem Feld. Ich auch. Ja. Also. Also wenn du bei der Einfahrt um den Zaun rum und dann bist du eigentlich schon da. Also wenn man so sehen will, hinter den wie heißt denn Scheiming und D-Maschine. Ja. Da dahinter ist es. Da war man um. Aber ich finde diese Map richtig schön. Ja. Ist auch. Ich fahr sogar extra Umwege nur, um die Map mal anzuschauen. Jetzt haben wir ein Problem. Warum? Warum? Kim, du rückwärts nimm mal auf. Oh. So, ich kämme. Steck im Graben! Warte mal. Ich mach mal die Packflasche rein. Ich mach mal Eure rein. Jetzt zieh da. Oh. Siehst du. So, wir können gespawnt, ist relativ sauber clean. Haben wir eine Kerre am Hof? Ja, ich habe gerade einen platziert. Ich sehe es am Kontostand. Also wir nähern uns dem Kontostand auf der Erde gerade. Langsam aber sicher. Philipp? Ich bin ja so... Ich fahre hier an der Strohablage lang, die unsichtbar ist, ne? Also Philipp, links. Ich bin zum ersten Mal hier auf dieser Map. Und ich habe sogar einen Umweg gefunden. Ja. Ja, gut. Ich möchte mal gesagt haben, ne? Hier auf dieser Map sind Stroh, Gerste, Mais und Hafer anders da als wie auf normalen Maps. Wenn ich jetzt reinfahre, da ist ja, das Silo, oder? Da alles, also die also das bis auf Silo? Mais ist alles ein bisschen dichter gehalten. Weiß jetzt nicht, ob ich das sehe, weil ich habe
Nein, noch. Noch nicht. Ich war beim Auffüllen. Okay. Außer ich war schon so oft auf der Rade, dass ich nicht mehr weiß, wie der Weizen normal ausschaut. Code jetzt nicht mehr vor. Zwischenfrage, also, hast du mal Gewicht von Drona, oder? Nein, ich hab das aufgeräumt. Ich hab mein Glas. So. Warte, ich bin eh gleich am Ruf, ich zeig's dir dann. Ich fahre einmal ein bisschen rum, ne? Sebi, warte! Ne, wie ist denn, oder? Bei den, komm vor. Ich hab's gesehen! Ich hab's genau gesehen, wo ich hin muss. Ah, hab's gefunden. Ja, ich auch. Ich habe auch gefunden, wo ich hin muss. Ich bin schon einmal falsch gefahren. Ich bin nämlich auf die Aufladung. Ist hier noch ein Silo? Wie warst du? Hier ist noch ein Silo. Also wir haben vier Silos, Jungs. Oh Mann. Und diverse. Okay, wir kommen. Und was? Wo ist Sebi? Fahr mal ein bisschen noch ein Stück vor. Wir haben einen Abkipper. Auf, hör auf abzuladen. Obwohl, nee, das geht. Gut, ich fahr weg. Das ist cool, dass wir jetzt zwei Silos haben, gell? Okay. Cool, dass wir zwei Silos haben. Wieso zwei? Du hast schon gesagt, wir haben zwei Silos. Ach so, nein, wir haben vier von denen Mais-Silos. Okay. Wir haben ein Doppel-Kai-Silo, nochmal ein Kai-Silo hier und dann nochmal ein Durchfahr-Silo oben. Dann haben wir noch ein paar Schüttgutboxen. Lo, du musst aber noch ein bisschen warten, bis ich fertig bin. Oh ja, ist gut. Dann wir können Tusäckel speichern. Aber mal. Einmal nochmal geben. F2. So passt. Och nee. Ich hab dich abgelassen und ich denke mir schon, warum geht die Anzeige und nicht auf. Warte mal, ich fahr 35. Och nee. Oh Mann. Ach, bitte. So, was kann ich jetzt machen? Du kannst ja den Düngerstreuer holen. Ja, da fahr ich direkt zum Händler. Händler stehen müß. Ja, da fahr ich schnell holen beim Händler. Steht noch irgendwo. Ich kann es nicht entdecken. Auf der Map darf man nicht zu schnell werden mit dem Fahrzeug. Auf der Map darf man auch nicht zu schnell werden mit dem Fahrzeug. Wir manch. Also ich darf nicht so schnell fahren mit meinen Fahrkünsten. Also ja. Darf ich drum schon, ja. Keine. Alles okay. Nur die Hörer. Ah, jetzt hört, ich konnte die Backup gerade nicht absenken, ne? Wieso? Schreib mir nicht warum. Hat sie verstopft? Keine Ahnung. Hat der beruhigt? Kann sein. Oh nein. Bist schneller. Ha! Das ist der falsche, du. 17. Das geht aber. Ja. Also für das, dass der Gruppe, dass die Scheibe für 200, für 200 ausgelegt ist, sollte es eigentlich relativ gut. Ich habe mir selber mal das Skript gestellt. wo du mir den Düngerstreuer überhaupt befüllen? Big Bags. Aber ich am Hof stehen. Wir haben keinen am Hof, nein. Was du mir zuerst in den Düngerstreuer überhaupt rein? Momentan noch gar nichts, du kannst du einfach mal holen. Warte mal. Okay. Obwohl, Feld oder 2 braucht Kalken. Du bist doch der Kalkerman. Ja. Yeah. Ich kaufe dir schon gleich mal Kalk. Kauf gleich schon mal Kalk. Kalk kostet nicht viel. Das geht noch. Kalk. Ich kauf dir mal so 6 Stück. Obwohl, ja, wir können eigentlich einen Kalk Aufladestation am Hof hin platzieren, gell? Stimmt auch wieder. Jetzt habe ich die 6 Stück gekauft, die können wir jetzt auch hernehmen. Ja, aber warte mal, ich glaube, das ist sogar mit per Big Bags billiger, weil wir platzieren ja was für das Silo und dann nochmal was
für den Kalk, was da drin ist. Aber kosten die Silos nicht nur 500 oder so pro Stück? Keine Ahnung. Ich glaube, die waren nämlich allzu teuer. Ja, teuer waren sie jetzt. Hier steht nur ein 5 Schaf. Ja. Ja, den hole ich dann, wenn ich fertig bin mit Sammeln. Wollen wir denn eigentlich jetzt dann hier auf die wunderschöne 2 drauf putten? Auf die was? Auf die 2 drauf machen. Keine Ahnung. Sojabohnen. Sojabönchen. Guck mal, man hat hier wieder Zeug, das gute Zeug bringen. Sojabohnen sind wir bei 1466 pro 1000 Liter, das ist schon nicht schlecht. Und was gibt's für Ding? Für Sonnenblume 1500, aber ja. Hier gibt's eigentlich. Ja, dann lass Sojabohnen machen, weil da haben wir dafür haben wir Sämaschine. Ja. Ach, wir haben hier auch. Achso, wenn wir links mit drauf haben. Warte mal, gab's hier. Zähne? Ne, warte. Ne, das war das nicht. Karotten? Ja, hier gibt's Karotten. Okay. Du müsstest, glaube ich, auch Zwiebeln geben. Floro, weil das du jetzt lang. Hm? Ich hab's genau gesehen, ne? Auf dem Grünstreifen waren ja vorher lauter Fahrspuren. Da wo ich längst gruppert habe, sind keine mehr. So schnell bin ich in die Wiese. Welche gibt's auch Zwiebeln und Karotten für die Erlengrad? Nein. Und so unrealistisch wie er ist. Ich glaub's nicht. Ich hab's noch nicht ausprobiert, aber ich glaub's nicht. Dann ich schau das selber mal nach. Aber ich glaube, also was gibt es hier überhaupt alles? Die normalen Früchte, die Gülle, Luzerne, Klee und die Karotten sind von der Baltic Sea aus und das Luzerne und Kleezeug ist so ein Ding. Mais Plus. Mais Plus Extension. Oh, es ist so schön, den über den Grünstreifen zu fahren. Ist ja so schön, den Johnny zu hören, wie er brüllt. Und es ist ja so schön, wenn ihr mir sagen könnt, wie viel Breite da jetzt der Kalkstör. 12 Meter hat er jetzt, oder? Ja. Der hat den kleinen Aufbau jetzt. Und wie fährt er beim alten? Achso, nee, aber warte mal. Wir haben ja Kalkstör, der strahlt doch dann noch gerne. Ja, mach einfach automatische Breite. Das wird dir dann, glaube ich, richtig angezeigt. Normalerweise schon, ja. Das zeigt er dir an, wenn du auf automatische Breite gehst. 11,92, aber mit Versatz. Ja, dann mach den Versatz weg. Versatz muss raus machen, dann hat er 12 Meter. Ja, Alter. Dann passt. Ich nehme den Kurs dann vom Flo. Ja, der ist gerade. Dann sollen wir dann wieder, ach ja, Flo, hast du schon einen Kurs gemacht für die zwei hier? Ja. Du musst da unten nochmal, unten und oben nochmal einmal entlang fahren, weil du hast, also unten zumindest, dass du Bücher verstehen lassen. Echt? Ja. Also quer. Nur dann mal schauen. Also bei mir schon. Ist nicht viel, aber. Warte mal, eigentlich müsstest du ja gar nicht sehen, weil wir mit der Direktstart. Haben wir eine Direktstart? Wir haben die eine vom Ferneland weg. Wie sollen wir uns dann eigentlich einen Schein einkaufen? Weil ich dachte, wir wollen auf Mais gehen, aber. Also. Ja gut, dann. Wenn man wenn man schon haben, dann würde ich ihn auch nicht mehr verkaufen. Ja. Ja, der bringt ja dann ich fertig, würde ich sagen, damit du was. Ja. Oder willst du das sehen? Nee, du. Ich mach meine Arbeit gerne. Aber meine Damen und Herren, wir sind für die heutige Folge hier auf der wunderschönen Baltic 4 auch schon fertig. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen mehr, ein Träumchen und kostet euch auch keinen Cent. Unten bei beiden Kanälen den roten Knopf drauf färben, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und das war's mal wieder von mir.
Dann sind wir schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Baltic 4. Und da macht es in die Karte rein. Und ciao, ciao. 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 Compass was wrong, and I'm still on my way closest to